Die folgenden Wanderungen führen uns um und auf den Wurmberg. Die erste und 12 Kilometer lange Tour beginnt am Parkplatz der Wurmbergseilbahn in Braunlage. Zunächst machen wir einen kurzen Abstecher zur Trainingsschanze. Der Weg entlang der warmen Bode ist landschaftlich sehr reizvoll und führt vorbei an den unteren und oberen Bodefällen. Wir gehen über die Bärenbrücke und halten uns dann nach rechts. Über eine Forststraße erreichen wir den nördlichen Panoramaweg mit Brockenblick. Am Loipenhaus nehmen wir den Hebeliusweg über das Wegekreuz Bratwurst zurück bis zum Ausgangspunkt. Eine weitere Tour führt uns von Schierke auf den Wurmberggipfel. Am südlichen Parkplatz gehen wir auf einem Waldwanderweg bis zu den Mauseklippen. Durch Lichtenwald wandern wir weiter zu den Schnarcherklippen. Der linke Felsen kann auf einer Eisenleiter bestiegen werden. Oben angekommen hat man einen traumhaften Panoramablick. Vorbei an den Scherstock-Klippen gelangen wir auf den Ulmer Weg. Über den Grenzweg vorbei am Loipenhaus nehmen wir den rechten Aufstieg zum Wurmberggipfel. Auf knapp 1000 Metern Höhe weht ein starker Wind. Die Ausblicke und das Flair hier oben auf der Wurmbergalm bieten alpinen Charakter. Hier ein Blick von der Schanzentreppe. Die Skischanze wurde 2014 aus Sicherheitsgründen abgebaut. Nur die Markierungen am Schanzenhang sind Zeugen der Vergangenheit. Über die Schanzentreppe, dem Loipenhaus und dem Wurmbergstieg führt der Weg zurück nach Schierke.